so sagt. <laughs> Guten Morgen. Guten Morgen. Ich muss, glaube ich, das Mikrofon noch mal ordentlich hinstellen. Ja, vor allem musst du mal diesen Hammer von meinem Kopf entfernen, da kriege ich ja Angst. <lacht> <lacht> ja, der wird gleich verschwinden, dieser Hammer. <laughs> Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid und dass ihr auch äh, tatsächlich doch zahlreich zugeschaltet habt für diesen Sonntagmorgen. Aber ich nehme mal an, das jüngste Gericht hat euch aus den Federn gelockt, denn wer möchte nicht wissen, was die letzten Tage sind. Welche letzten Tage? Die letzten Tage. Was die letzten Tage, die jüngsten Tage des jüngsten Gerichtes sind. Und ihr seht, wir sind immer noch vergnügt. Wir haben von gestern, seitdem wir ähm, unseren Wochentaroskop Runenbrunnen-Special gemacht haben, saßen wir hier und haben, haben uns vergnügt. Und nun setzen wir es fort. Kirsten wird uns ja leider heute verlassen, also uns Münchner. <laughs> Sie Kannst du den Hammer bitte wegnehmen? <laughs> es geht gerade nicht Kirsten. Ähm, und, äh, leider verlässt sie uns, und ja. es wird also ganz traurig werden, äh, dann. Also genießt es noch einmal. Ich komme hier aber gerade noch rechtzeitig raus, weil in Bayern herrschen ja inzwischen apokalyptische Zustände. Apokalyptische Endzeitstimmung in Bayern, <laughs> ja. Also der letzte Zug nach nirgendwo geht für Kirsten heute. wir haben wir noch ergattert. Also, ähm, alles in Ordnung mit uns. Ähm, wir, ähm, wir haben heute natürlich unseren Tarotgarten, den wir fortsetzen. <laughs> Und ähm nee Anke, wir haben nicht durchgemacht, guck mal. <lacht> <lacht> es war Es ist dann doch immer sehr intensiv. Äh mit Christopher hier zu YouTube und ich brauche danach echt eine Erholungsphase. Ja, Kirsten ist ins Bett gefallen. Ja, allerdings. Und der Christopher, der hat, der macht ja immer die Nächte ich durch und liest in der Bibel, um <laughs> uns äh, jetzt alle zu belehren. Und ich bin schon ganz gespannt, Christopher, heute wird es ja doch sehr christlich und äh, alle, die da mehr Ahnung haben als wir, weil wir sind beide jetzt, also ich rede jetzt für mich lieber nur, also das Christliche ist nicht mehr unbedingt meine Religion. Deswegen gehen wir natürlich sehr respektvoll damit um, aber gleichzeitig ja, muss ich das auch so ein bisschen hinterfragen, was wir hier heute zu hören bekommen. Ja, und ich bin ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass ich so wahnsinnig christlich bin. Aber ich finde, eine solide Basis ähm, Bibel, an Bibelfestigkeit sollte man doch mitbringen auf, die auf der Welt. Und deswegen werden wir heute nicht zu viel Bibelstunde machen. Ich verspreche es euch. Wir wollen nämlich die Karte, das Gericht, die tatsächlich von der Optik her zunächst einmal wirklich an äh, die Bibel erinnert. Ich glaube, am stärksten von allen Karten ja. hat es den biblischen Bezug. Und daher müssen wir natürlich da hineingehen. Aber wie wir das ja immer machen, wir zeigen erstmal auch Bilder, die man vielleicht. Damit assoziieren kann, auch wenn man jetzt nicht bibelfest ist. Denn natürlich, wenn wir heute an eine Karte denken, die das Gericht heißt, bis auf, ich habe dann zuerst gedacht, bringe ich jetzt vielleicht ein Linsengericht zum ersten Mal? Erstmal dachte ich mir, das wäre dann doch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber auch wir sagen ja auch Gericht, das ist hingerichtet, das ist gerichtet. Und äh, es ist angerichtet, sagen ich wir mal sagen, hingerichtet. Es ist hingerichtet, angerichtet, da steckt alles drinnen. Mhm. Da steckt auch richtig drinnen, also mhm. da steckt etwas wie Richtung drinnen. Wir haben in unserer Sprache viele Assoziationen damit. Vor allem die Gerechtigkeit, die ja auch eine Karte im Tarot ist. Stimmt. Also Gerechtigkeit, Gericht, darum war meine erste Assoziation, sage ich mal natürlich das, was ihr im Hintergrund jetzt seht und wo der drohende Hammer Christens gleich zu zerschmettern droht, aber es ist natürlich die Situation der Rechtsprechung hier abgebildet und ich glaube die meisten von uns werden bei Gericht zunächst mal eine solche Assoziation haben. Und dann wird man natürlich wissen, dass die Karte das Gericht eher eine Karte ist, die ja mit der Auferstehung des Fleisches zu tun hat oder der Auferstehung der Toten. Eigentlich heißt es Auferstehung des Fleisches, aber es wird oft von der Auferstehung der Toten gesprochen. Aber auch da werden wir möglicherweise eine andere Assoziation haben dazu. Und ähm, ja, die bringe ich euch jetzt mal hier zur Sprache. So, jetzt dann mach, muss ich so machen, leider. <laughs> ähm, ja, bei der Auferstehung der Toten denken viele vielleicht auch eher an Zombie-Filme. Und Halloween liegt ja auch nicht lange zurück. Da ähm, Anke hat es auch im Nachnamen. Ja, perfekt. <laughs> Und da haben wir natürlich auch diese Idee. Die Toten kommen zurück. Und wir wissen ja, das ist jetzt kein angenehmes ähm, Ereignis, wenn es um das Thema geht, die Auferstehung der Toten, die Wiedergänger, die Nachzehrer und wie sie alle heißen. Aber auch das ist nicht wirklich damit gemeint, sondern ähm, es geht im Grunde genommen um das jüngste Gericht und damit um die Apokalypse, um die Endzeit. Aber selbst da haben wir modernen wieder andere Bilder. Und meine Taste funktioniert nicht hier, da muss ich das tatsächlich hier machen. Viele von uns werden heute wahrscheinlich bei Apokalypse an ein Szenario wie dieses denken. Wir sind da durch Hollywood-Filme natürlich gebrieft und immer wieder hören wir ja auch von äh, Kometen, Meteoriten, die so nahe an die Erde kommen, Asteroiden, dass da eine Zerstörung unseres Planeten ähm, bevorsteht. Ja, also apokalyptische Szenarien sind dann tatsächlich eher heutzutage wissenschaftlich geprägt. Wir sind aber in einer Zeit, in der ähm, ja, die, diese Art von Szenarien nicht äh, mit dem jüngsten Gericht in Verbindung gebracht wurden, sondern eher dieses hier, wie dieses Bild von äh, Hieronymus Bosch assoziiert, der zwei Gemälde gemacht hat mit dem Titel Jüngstes Gericht. Das ist nur ein Ausschnitt, aber wir sehen schon, da ist was los da es zur sache da brennen feuer im hintergrund es sind dämonen unterwegs die die menschen ähm, verschleppen die sie peinigen die ihnen ihre, gere ihre gerechte strafe zuführen wir sehen aber auch gerechte die ähm, über dieses ganze chaos über die ganze drangsal hinwegschreiten auch dies ist natürlich das was wahrscheinlich die menschen wenn sie die karte das Gericht gesehen haben, eher assoziierten als das, was wir jetzt vielleicht mit dieser Karte assoziieren. Also, wenn wir an die ganzen Katastrophenfilme denken, die es so gibt, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Independence Day, ähm, da haben wir genau die gleichen Szenen in den Filmen: das, das Apokalyptische, das, das die Panik. Ähm, was hier vielleicht ein bisschen anders ist, als wenn ich äh, an Hollywood-Filme denke, ist, dass wir. Hier ähm, auch einen moralischen Aspekt haben. Du hast gerade von Strafen geredet mhm. und von, äh, ja, manche werden belohnt jetzt am Ende und manche ähm, kommen jetzt in die Hölle oder sonst etwas. Und das haben wir in der neuzeitlichen Interpretation ja manchmal auch in mhm. Filmen, aber äh, ja, wenn ich an so etwas so denke wie Pompeji, Untergang von Pompeji, da gibt es ja dann auch die Guten und die Schlechten. Ne? Ähm, aber prinzipiell haben wir diese Bilder auch sehr stark im Kopf und äh, wir müssen uns nur an ein apokalyptisches Ereignis erinnern von 2001, ne? ähm, der, der, die Zerstörung des World Trade Centers, da hatten wir ähnliche Szenarien, mhm. wie Sie auf diesem Bild haben. Ja, und ich meine, viele haben ja zum Beispiel, es gibt von Hieronymus Bosch ja auch das ein sehr berühmtes Bild, das äh, ein Triptychon, der Garten der Lüste. Das kennt ihr vielleicht. Da gibt es auf dem, wenn man davor steht, äh, rechten Flügel, Bildflügel, auch so Szenarien, die ähm, ja eine verblüffende Ähnlichkeit haben mit den Szenarien des äh, Zweiten Weltkrieges. Also das heißt, wir sehen Ruinen, in denen es brennt. Nach den Luftangriffen glaube ich hatten hatten die Menschen damals ähnlich das Gefühl in einer Endzeit in einer Apokalypse zu leben. Dieses Gefühl des apokalyptischen haben wir natürlich jetzt auch wieder. Ich denke, wenn wir an die, die drohenden Klimakatastrophen denken, an all diese schweren Themen, die uns auch zurzeit belasten. Wir sind so ein bisschen auch im Apokalypse-Modus. Ganz genau. Und da ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass die Tarotkarte, wie Christopher das hier auch richtig einblendet, das Gericht heißt. Aber eigentlich geht es ums jüngste Gericht. Mhm. Auch hier bei diesem Bild von Hieronymus Bosch. Es gab viele Gerichte. Es gibt viele Gerichte in der Bibel. Es gibt viele äh, Gerichte im Weltgeschehen. Aber. Wenn wir uns mit der Tarotkarte Gericht auseinandersetzen, dann geht es auch darum, dass es das letzte Mal ist, dass mhm. wir gerichtet werden, dass die Welt gerichtet wird. Mhm. Ja, schwerer Tobak heute in, in Sonntags, Sonntagsfrüh. Das doch. Und, äh, ja. ja. Früher wurdest du in der Kirche um diese Uhrzeit ordentlich hier ins ja, genau. Gericht erinnert also ja wir haben ähm, wir haben hier ein weiteres bild das ist gustave doré der die bibel wie ich finde kongenial illustriert hat ich mag die bilder sehr gerne von ihm und wir sehen hier noch etwas weiteres was geschieht das ist das was kirsten angedeutet hat Guten und die Schlechten werden geschieden und getrennt. Wir sehen auf der linken Seite die Guten hinaufsteigen in den Himmel und auf der rechten Seite, wo es so ein bisschen düster wird und mehr die, die Guten werden natürlich in einem geordneten Reigen in den Himmel gezogen und die Bösen und Schlechten, die werden da zusammengeknäult und werden dann von Dämonen in die Hölle gestürzt. Wir sehen einen mehrere Engel, auch das wird ja bei der Tarukata ein Thema sein, die das Ganze organisieren. Da gehört unter anderem natürlich der Erzengel Michael dazu, der meines Erachtens derjenige ist, den wir da heranfliegen sehen. Denn er ist derjenige, der die Guten und die Schlechten trennt, der Seelenwäger. Darüber haben wir auch schon gesprochen beim, bei ja. der Gerechtigkeit. Er ist auch derjenige, der Adam und Eva aus dem Paradies äh, vertreibt, beziehungsweise ihnen den Zugang versperrt danach. Mhm. Und äh, hier endet ja quasi. Die Geschichte im Gericht, die mit dem Aufbruch aus dem Paradies, das die Leute auch als Sündenfall bezeichnen, angestoßen wurde. Ja. Herzensmensch fragt noch: Das Gericht gleichgesetzt mit Endzeitstimmung. Auf jeden Fall. Allerdings muss man auch bedenken, dass die Endzeitstimmung zwar oft Ängste in den Menschen schürt, aber es durchaus auch viele Menschen gibt, die sich auf diesen Tag freuen. Und äh, gerne darüber predigen. Klar, wir haben immer wieder, also ich meine, die, diese, äh, zuletzt war das ja die Millenniums-Endzeitstimmung, ähm, die wir alle mitgemacht haben. Das Ende der Welt wurde immer wieder prognostiziert und viele Religionen leben davon, dass es ein solch, solches jüngste Gericht gibt. Das ist eben auch etwas, was wir ähm, heutzutage auch wieder mit berücksichtigen müssen. Der Gedanke, dass irgendwann mal für alle es zu Ende sein wird und dann ein Gericht kommen wird. Das ist der Unterschied zur normalen Apokalypse. Wenn ein Meteor auf die Erde stürzt, dann ist es für alle vorbei. Ja. Du hast es gestern so schön auf der Tour erzählt mit der mit dem Auferstehen aller Toten. Vielleicht erzählst du das den Leuten nochmal. Ah, ähm, da komme ich gleich drauf. Ah, okay, alles klar. Da brauche ich das passende Bild dazu. Mhm. Viola schreibt: Nachdem wir sterben, gibt es so etwas, dass wir wieder auf die Welt geschickt werden, um das wieder gut zu machen, was wir im Vorigen angestellt haben, bis man es zu lernen. Und so werden wir immer wieder auf die Erde kommen, wie es wir, denke ich, ausreichend gelernt haben. Die Erde ist der Ort, den viele als Hölle bezeichnen. Glaube ich, es ist alles hier. Ja, Viola, das ist natürlich ein heute sehr gängiger ähm, Ansatz, wenn wir über das Leben nachdenken. Aber in dem Sinne des äh, Christentums, wie er äh, kanonisch ist, ist das nicht der Ansatz, sondern es gibt dann einen Punkt, wo Schluss ist, Ende, Aus, vorbei. Und dann ist hier nichts mehr mit Aufarbeitung von Problemen, sondern das übernimmt das Gericht. Und deswegen heißt es auch das jüngste Gericht, ein etwas altertümlicher Ausdruck für das letzte Gericht. Mhm. Danach gibt es nichts mehr. Na, es gibt noch das Fegefeuer. Und wir könnten mhm. uns vielleicht darüber Gedanken machen, ob das Fegefeuer etwas damit zu tun hat, wie Viola denkt. Aber letztendlich soll man nach dem Fegefeuer ja dann eigentlich in den. Himmel kommen, reingewaschen. Ja, nicht unbedingt. Also der, das Fegefeuer äh, ist tatsächlich der Ort, an dem wir alle kommen, wenn wir katholischen Glaubens sind, äh, sobald wir beerdigt sind. Und aus dem Fegefeuer kommen wir heraus, wenn das jüngste Gericht ist. Ah, okay. Ja, ja gut, da bin ich ja nicht dabei. Dann ist ja alles gut. <laughs> genau. Du meinst wahrscheinlich das Höllenfeuer. Mhm. Das Höllenfeuer ist natürlich dann die größte Strafe. Ähm, ja, ja Phönix aus der Asche, warte doch noch ein bisschen ab mit der Transformation. Eins möchte ich gerne mhm. hier noch sagen: Wir tendieren bei den Tarotkarten leider dazu, Karten, die uns nicht so gefallen, immer auch gleich mit dem Wort Transformation zu belegen. Schaut euch bitte die Sendung zum Tod an, da haben wir auch darüber diskutiert. Ähm, wir können ruhig auch mal zulassen, dass es erstmal etwas unangenehm wird, bevor es zum Erlösen kommt. Ja, ich möchte nochmal bei dem Wort Apokalypse bleiben, denn Apok Apokalypse heißt eigentlich die große Entschleierung. Das ist die wörtliche Übersetzung. Ein Schleier wird weggezogen. Die Wahrheit wird sichtbar, könnte man sagen. Das Ende ist da und es gibt sozusagen nichts mehr. Wo, wo, was wir, mit, mit dem wir uns verstecken können. Alles ist sozusagen offenbar. Deswegen heißt es ja auch die Offenbarung im Deutschen. So hat es Luther dann übersetzt. Die Apokalypse, eigentlich Entschleierung. Und wir sehen hier auch ein Zitat aus der Offenbarung des Johannes. Die Welt wird aufgerollt wie eine Schriftrolle. Das finde ich ein sehr drastisches Bild. Es, man überlegt sich wie, na, das ist so, da merken wir, wie diese starken Bilder der Apokalypse uns auch alle prägen. Die prägen uns stärker als wir denken. Also gerade in der christlichen Ikonografie wird die Apokalypse, die ja eigentlich wenn man sie mal liest, das Werk eines Wahnsinnigen sein muss. Also wenn man all diese Dinge liest, die da geschehen sollen, das muss sich ja einer erstmal auch ausdenken. Es sei denn, man glaubt tatsächlich, es kommt vom lieben Gott höchstpersönlich. Aber auf der anderen Seite es ist es ja unglaublich, was da alles für Monster und, und, und schreckliche Dinge geschehen, die uns allen Angst machen sollen. Also der, die Apokalypse ist, aus einer Perspektive betrachtet, sicherlich. Ein ganz starkes Mittel, um den Menschen Angst zu machen, um sie natürlich in den Schoß der Kirche zu treiben. Denn, so wie du schon angedeutet hast, Kirsten, wie komme ich diesem Endgericht entgegen? Wie kann ich zu den Gerechten gehören, die dann in den Himmel kommen? Das kann ich nur, indem ich mich sozusagen dem Schoß der Kirche anvertraue. Alle anderen müssen leider den Weg in den Höllenschlund nehmen. Ja, ich finde es gerade jetzt bei diesem Bild nochmal interessant, einen Tarotvergleich zu starten. Die, die 20, das Gericht, ist ja eng verbunden mit der Tarotkarte Hohe Priesterin, mhm. mit der Zahl 2. Und wenn ihr euch die Hohe Priesterin von Wade anguckt, aber auch die aus dem Marseille, ähm, hat die Hohe Priesterin immer eine Schrift in der Hand. Bei Wade ist es die Tora, äh, halb aufgerollt. Mhm. Und bei äh, dem Marseille-Deck oder den Typen des Marseille-Decks ist es die Bibel. Und äh, wir haben hier eindeutig eine Verbindung. Die Hohepriesterin scheint das aufzuklappen mhm. für uns. Und mhm. hier in der 20, die damit verbunden ist, wird es zugeklappt. Mhm. Und in vielen Decks mhm. ist ja inzwischen die Gerechtigkeit nicht mehr die 8, sondern die 11. Mhm. Das heißt, auch die Gerechtigkeit schwingt damit in der Mitte zwischen Hohepriesterin und Gericht. Mhm. Eine spannende Kombination, mhm. wie ich finde. Also 2, 11, 20 und da geht es immer um die 2. Ja. Ganz genau. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es Ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ist aus der Renaissance, ein italienischer Künstler, ein Fresko. Und wir sehen dort schon ein paar Symbole, die auch später zumindest im Weight Deck ziemlich deutlich auftauchen. Wir sehen nämlich das, was. Die Auferstehung der Toten bedeutet. Also ein Teil dieser Endzeit der Apokalypse ist, dass die Toten sich aus den Gräbern erheben. Wir sehen das im unteren Teil des Bildes. Ja, die Gräber öffnen sich und die Leute steigen auf und dann Irren Sie vielleicht erstmal noch eine Weile hin und her, weil Sie nicht wissen, was wie Ihnen geschieht. Aber wir sehen dort oben die Engel und dann sehen wir zum Beispiel, bei dem beide Engel haben Posaunen oder Fanfaren, ähm, die sie blasen. Und sie haben auch diese Fahne, die, auf die achtet mal weißer Grund und rotes Kreuz. Da kommen wir dann später noch drauf. Also diese. Posaunen, die hier erklingen, die Fanfaren, die hier erklingen, das sind natürlich die Fanfaren, die die Toten aufwecken. Und äh, da werden wir noch über dieses Bild, werden wir gleich noch ein bisschen nachdenken, was das mit diesen Posaunen auf sich hat. Ich möchte vorher ein Bild... Ich würde gerne nochmal hier ja, einwenden äh, oder anbringen, nochmal zu Phoenix Asche, dass äh, wir natürlich mit diesem Auferstehen einen Erlösungsgedanken haben, denn es ist ja toll, äh, dass die jetzt nicht mehr tot sind, sondern sich nach oben bewegen. Da haben wir den erlösenden Gedanken. Und die Posaune wird natürlich auch noch mal wichtig bei den Tarotkarten. Und manche von euch kennen vielleicht auch das Stichwort Weckruf für äh, diese Karte. Und da mhm. kann man, das kann man natürlich gut mit der Posaune in Verbindung bringen. Ja, diese, diese Vorstellung, dass die Toten auferstehen. Ich habe hier noch mal ein anderes Bild mitgebracht, wo man das wirklich sieht, wie sie aus ihren Löchern gekrochen kommen. Und äh, ihr seht zum Beispiel auf der mir zugewandten Seite, seht ihr tatsächlich auch, wie einige gleich von Dämonen abgeholt werden, nachdem sie da aus ihren Gräbern aufsteigen, während andere, die schon ganz fromm sind und die Hände zum Gebet falten, sicherlich bald in den Himmel kommen werden. Ja, diese Auferstehung des, der Toten heißt eigentlich die Auferstehung des Fleisches. Und äh, die Auferstehung des Fleisches <laughs> deshalb, weil, und das ist ja ein wirklich bis zum heutigen Tag in vielen Bereichen fester Bestandteil des katholischen Glaubens. Die Vorstellung existiert, wenn ich unter die Erde komme, dann sollte ich möglichst körperlich unversehrt sein. Also die Feuerbestattung war bei den Katholiken lange lange Zeit sehr sehr unpopulär. Protestanten war das nicht so wichtig, die haben diese Vorstellung, dass man tatsächlich als leib wieder aufersteht wenn die posaunen des jüngsten gerichtes erscheinen das war ihnen nicht so vertraut die katholiken jedoch sagen wir müssen ganz unter die erde kommen und das ist dann sozusagen äh, wird hier dargestellt denn am tag des jüngsten gerichtes steigen wir wieder aus, aus den gräbern auf und dann äh, werden wir ähm, in den himmel geholt oder eben von den dämonen abgeholt die nachdem ob wir ein Sünder gewesen sind oder nicht. Wobei das ja nicht nur bei den Katholiken ist, mit der, ähm, dass wir so bleiben sollen, wie wir sind, wenn wir bestattet werden. Ne? Also ja. sehr viele ähm, Religionen haben da, glaube ich, einen Wert drauf, liegen da einen Wert drauf. Also das ist von Religion zu Religion natürlich auch mhm. unterschiedlich, aber hier, denke ich mal, ist, weil wir das ja auch später auf der Karte sehen werden, das Vorbild, denke ich, doch, der katholische Glaube. Mhm. Und es, es hat etwas damit zu tun, ihr seht zum Beispiel da hinten einen, der kriecht schon wieder ins Erdloch zurück, sehe ich gerade. Der ganz hinten, seht ihr den, <laughs> der verkriecht sich gleich wieder. Und da ist auch so ein kleiner Teufel, der einen rauszerrt, der da nicht rauskommt. Ja, Wir genau. Reden. Also ihr seht, ähm, das ist das Szenario. Und die, das war früher zum Beispiel ganz wichtig auf den Friedhöfen. Wir haben ja jetzt die Kirsten und ich zwei Friedhofstouren durchgemacht. Und äh, haben auch den Wandel des, der Vorstellung von, von Friedhof, Grab und Tod, der gerade sich im 18. und 19. Jahrhundert vollzog, auch dokumentiert, weil die Friedhöfe, auf denen wir waren, Waldfriedhof und ein äh, alter nördlicher Friedhof in München, sind natürlich modernere Friedhöfe ähm, aus dem 19. Jahrhundert. Und da haben wir natürlich nicht mehr dieses Dramatische. Ne? Also zum Beispiel hat man ja früher gesagt, ihr müsst unbedingt in der Nähe der Kirche beerdigt werden und möglichst so, dass er mit den Füßen zum Altar zeigt, also, oder mindestens Richtung Osten, wo die Sonne aufgeht. Denn man glaubte, dass der Altar der Ort ist, an dem dann, wenn das jüngste Gericht da ist, da kann man sich das vorstellen, wie so eine Lichtsäule nach oben in den Himmel steigt. Wie ein steigt. UFO, das uns abholt. Ja, das hast jetzt du gesagt, aber möglicherweise auch diese Vorstellung. <laughs> gehört dazu. Und ähm, Je näher man am Altar ist, am besten natürlich unterm Altar beerdigt zu sein, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, ins Himmelreich aufgenommen zu werden. Denn in der Bibel wird ja auch berichtet, dass im neuen Jerusalem nicht so viele Leute Platz haben. 144.000 davon wird erzählt. Das ist nicht viel. Da musste man sich beeilen. Rechtschaffene gibt sicherlich mehr wie 144.000. Und je eher ich sozusagen diesen Lichtstrahl erwische, der mich ins neue Jerusalem katapultiert, das ist umso besser. Und daher die Pole Position, wie man so schön sagt, ist direkt unterm Altar in der Gruft. Aber da liegen natürlich dann diejenigen, die Bischöfe. Dann sitzen da oben alles Bischöfe im neuen Jerusalem. Ich bin mir da bei dem heutigen Kenntnisstand über die katholische Kirche nicht so sicher. Kein hoher Frauenanteil. Ja, ist nicht so großer Frauenanteil. Aber auf der anderen Seite. Man muss ja katholisch sein, um daran zu glauben. Auch das wieder. Ähm, Herzensmensch würde gerne noch mal verstehen den Unterschied zwischen Jüngstem und Höchstem Gericht. Ähm, vielleicht auch erstmal, warum überhaupt Jüngstes Gericht? Das ist quasi ein, ein altes Wort für letztes Gericht. Also es ist wirklich das allerletzte Gericht. Und das höchste Gericht würde ich jetzt so interpretieren, das ist die höchste Instanz, die uns richten kann. Das wäre bei uns in Deutschland Karlsruhe. Äh, da haben wir dann die höchste. Rechtsprechung, nachdem man durch verschiedene kleinere Instanzen gegangen ist und ja, auf der Ebene des, des Glaubens ist, gibt es halt die irdische Gerechtigkeit und dann gibt es aber die übergeordnete Gerechtigkeit, die das höchste Gericht ausspricht. Ich denke, in der, in, in der kirchlichen Tradition manchmal mit höchstem Gericht dann das Gericht, wenn man wirklich vor Gott zitiert wird. Aber das würde ich nicht mit dem jüngsten Gericht hm. ähm, in Verbindung bringen. Genau. Und äh, Phoenix Asche, die Verbindung zwischen äh, Hohepriesterin und Gericht äh, in einer Legung. Äh, ich würde jetzt erst einmal ganz äh, spontan, das kann vieles bedeuten, sagen. Es geht halt bei der Hohepriesterin darum, auf die innere Stimme zu hören, sich von der inneren Stimme leiten zu lassen. Und im Gericht werden mir die Grenzen auch dessen aufgezeigt. Also ich kann die, das Studieren, was mir die Hohepriesterin vorlegt mich daran bereichern und meine Intuition stärken. Aber letztendlich gibt es dann doch immer eine höhere Instanz, höheres Gericht, das sagt, okay, das ist aber die ultimative Wahrheit. Meine Wahrheit, die ultimative Wahrheit vielleicht. Ein moderneres Bild, es ist aus dem 19. Jahrhundert, zeigt das Ganze noch einmal in einer völlig anderen Dramatik. Ähm, wir sehen hier einen Vater mit seiner Frau und seinem Kind. Auch das merkt euch mal als Bildmotiv. Wir werden etwas Ähnliches auch später auf der Tarotkarte sehen. Aber im Hintergrund natürlich völliges Drama, Feuer, Flammen, Zümmeln nach oben. Das ist ein bisschen anders, wenn ihr das mal vergleicht mit der Vorstellung hier. Das ist auch dramatisch, aber es geht etwas gesitteter zu. Also da sind die apokalyptischen Zustände nicht so dramatisch dargestellt, aber hier haben wir natürlich etwas, was uns vielleicht an wirklich Moderne Katastrophen auch erinnert. Ne? Bilder, die wir vielleicht aus dem Fernsehen kennen oder ähm, von irgendwelchen Katastrophen. Da kommt natürlich für uns jüngstes Gericht, Endzeitstimmung, natürlich auch die Katastrophen der Moderne mit ins Spiel. Die Anna fragt, ähm, ob man das mit Saturn in Verbindung bringen kann. Äh, könnte man, weil es so das Ende der Welt darstellt, im Tarot wird Saturn allerdings mit einer anderen Karte in Verbindung gebracht. Um, die Golden Dorner haben dieser Karte die Wurzel des Feuers zugeordnet. Mhm. Seitdem dann aber auch die Transsaturnier entdeckt wurden, also Uranus, Neptun und Pluto, steht diese Karte mit Pluto in Verbindung. Ja, und Charlie schreibt noch, ich tue mir echt schwer mit diesem Sünde, Gericht, Strafe, geläutert Thema. Mir fehlt da Lernen, Entwicklung, Transformation durch Heilung. Ich finde es interessant, die Unterschiede zu sehen. Ja, also natürlich, wenn wir nicht katholischen Glaubens sind, ähm, sondern natürlich eher, ich sag mal, einen modernen und bitte nicht missverstehen, eher esoterischen Hintergrund haben. Das meine ich jetzt total wertfrei vielleicht einen spirituellen Hintergrund haben, würde man vielleicht heute eher sagen, dann ist uns das natürlich auch eher fremd. Aber die Taru-Karten fußen ja in einer Zeit, in der das die gängigen Bilder für den Glauben waren. Und wir müssen heute natürlich auch andere Deutungen finden. Und meines Wissens, Kirsten korrigiere mich, ist das eine der Karten, die am häufigsten unterschiedlich dargestellt werden, also wo viele Neuinterpretationen auch geschaffen wurden. Ich denke jetzt mal. Und, und die eine, eine starke Umdeutung erfahren haben, so wollte ich es eigentlich das, sagen. Das könnte ich jetzt nicht bestätigen. Also da weiß ich nicht. Also vergleich den Wade mit dem Crawley, da ist also das eine ja, mit dem anderen hat nichts zu tun. Crawley hat sowieso nie was mit dem anderen zu tun. Er macht halt immer sein eigenes Ding. Was aber interessant ist, dass die meisten Tarotdecks schon dieser christlichen Interpretation mhm. folgen und da dieses Bild ganz am Anfang in den Tarotkarten zu sehen ist. Das heißt, manchmal bei Visconti wird auch das neue Jerusalem durchaus mal dargestellt. Mhm. Da sieht man ganz deutlich, dass das eben nicht ägyptisches Geheimwissen mhm. ist, wie immer gerne behauptet wird, sondern dass hier rein christliches Denken eine Rolle spielt bei der Entwicklung der Tarotkarten. Also ich denke mal, da wird sicherlich trotzdem die Herausforderung für viele bestanden haben, wie kriege ich diesen christlichen Kontext los? So denke ich mir das. Dass das Ja, aber erst wesentlich später als im 19. Das Jahrhundert. Ich, ja, nein, nein, ich meine das ja auch eher in der Moderne. Also, ähm, deswegen, Charlie, ich kann es verstehen, aber wir müssen erst einmal die Karte so nehmen, wie sie da steht. Und ich de denke, wir werden, da unterhalten wir uns dann vielleicht später nochmal drüber, sicherlich nochmal eine andere. Deutungsebene finden, die auch ein Nicht-Christen äh, zusagen kann. Ich glaube, da wird uns Christen sicherlich dabei helfen, noch eine Deutungsschicht tiefer zu gehen. Ja, aber wobei viele Menschen, die sich nicht mehr als Christen bezeichnen, haben ja dieses Konzept äh, von Strafe und Sünde und Verfehlung noch sehr, sehr stark intus, wenn sie über Karma reden. Also es ist ja nicht so, dass wir das. Wir unterhalten uns aus da gleich. Dem noch. Kontext. Äh, warum? <laughs> Weil das gut zu den Karten passt. Und ich Film. wollte jetzt noch mal ein anderes Symbol ja. ähm, bringen. Und zwar, wir haben ja die Fanfare und die Trompete oder die Posaune, äh, die dort ist. Und ähm, symbolisch ist die Posaune natürlich ein, ein Erweckungsinstrument. Wir haben vorher noch mal kurz nachgeschlagen und haben festgestellt, Posaune wird symbolisch oft trom Trompete unterschieden. Die Posaune mit ihrem dumpfen Klang. Und ähm, es gibt ja dieses seltsame... Phänomen, das auch in YouTube und in den Social Media rumgeisterte von den Himmelsposaunen, die auf einmal erklingen, und Leute haben das dann aufgenommen. Da gebt, gebt einfach mal bei YouTube ein Himmelsposaune, und dann äh, werdet ihr merken: also dieses Thema, dass da eine, dass da seltsame Klänge, die wie aus dem Himmel zu kommen scheinen, so wird das beschrieben, ähm, das bringen dann einige tatsächlich wieder mit den Posaunen der Apokalypse in Verbindung. Finde ich interessant. Ja. Okay. Genau. Und dazu, <laughs> da, da machen wir einen kleinen Exkurs Nein, in meine aber, Kindheit. Aber bevor du das machst, ähm, Posaune, in, wir haben ja den Unterschied zwischen Posaune und Trompete, oder möchtest du das jetzt erstmal das Bild zeigen, das nächste? Ja, weil es ein... Ja, dann mach mal. Genau, der hat nämlich eine Trompete. Mhm, ich verstehe. weiß nicht, wer von euch jemals diesen Film gesehen hat, es ist deine Kindheitserinnerung. Und zwar der Engel mit der Trompete. Ähm, der heißt im Englischen irgendwas mit Midnight. Horn Blows at Midnight oder sowas. Da geht es um, es ist ein sehr witziger Fantasy-Film, der leider ähm, äh, in, in der, bei der Kritik nicht so gut abschnitt. Aber als Kind fand ich den Wahnsinn, diesen Film. Und zwar, da geht es um einen Engel, ähm, athenael heißt er, äh, der auf die Erde geschickt wird, um das jüngste Gericht einzuläuten. Er muss genau um Mitternacht eine also seine Trompete blasen. Und äh, das Ganze wird natürlich, ist eine Komödie eher. Äh, wird natürlich verhindert, weil auf der Erde sind zwei gefallene Engel, die das Ende der Welt eben nicht herbeiführen wollen, weil es ihnen so gut geht auf der Erde. Sie sind so hedonistisch und sagen, auf der Erde ist doch toll. Das ist also, also wie Good Omen. Ja, so ein bisschen vielleicht in dem Sinne, und deswegen versuchen sie das zu verhindern. Sie, so, sie wollen ihm sozusagen ähm, äh, einen, einen Strich durch die Rechnung machen. Und das gelingt ihnen sogar, weil er nämlich. Punkt Mitternacht soll er diese Trompete blasen, um das jüngste Gericht einzuleuten. Und was passiert? Ähm, er hatte sich aber vorher verliebt und die fällt dann, ähm, die versucht, einen Se will Selbstmord genau Mitternacht machen und er rettet sie dann an dieser Stelle, anstatt die Trompete zu blasen. Also, das ist so ein bisschen das. Er muss dann nochmal mu noch zurück und das Ganze. Und da gibt es am Schluss eine tolle Szene, da ist er in so einer. In so einer riesigen Werbetasse und da wird er so durchgewirbelt. Also, es ist ein toller in Film. Werbetasse? Ja, naja, da gibt es so eine Kaffeewerbung und es ist so ein riesiger Aufbau, wo so wirklich aus einer Kaffeekanne Wasser in so eine überdimensionierte Tasse geschüttet wird und da fällt er rein und dann versucht er diese Trompete zu blasen und das funktioniert alles nicht. Schaut euch den Film an. Wenn ihr den habhaft werden könnt, er ist leider nicht mehr so ganz bekannt. Aber ich habe an diesen Engel und die Apokalypse gedacht. Und wenn ich die Karte das Gericht sehe, äh, dann muss ich an diesen Film denken. Ja. I'm sorry. Ja, aber hier dann vielleicht wirklich mal kurz der Unterschied zwischen Posaune und Trompete. In der Bibel kommen sowohl Posaunen als auch Trompeten zum Einsatz. Immer wenn eine Posaune ertönt, hat das aber eher was mit düsteren mhm. Themen zu tun, also zum Versammeln. Äh, wenn es um Krieg geht, denken wir an die Posaunen von Jericho, die dann sogar die Mauern Jerichos zum einen Sturz bringen. Ähm, oder wenn es darum geht, mit den düsteren Klingen, Klängen Unheil zu verkünden. Die Trompete hingegen ist eher ein, ein helles, ein heller Ton, der auch gerne für Feiern eingesetzt wird. Denken wir an das Weihnachtsoratorium von Bach, wo er sehr, sehr stark mit der Trompete arbeitet. Ein wunderschöner Einstieg äh, finde ich immer Weihnachten. Und da kann man sehr schön diesen Unterschied wahrnehmen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit immer so ein Posa... Ähm, bei, bei Dune jetzt waren die Posaunen immer ganz mhm, stark im hab Einsatz, noch nicht gesehen, den Film. Ähm, wo immer wenn es da so langsam an den Untergang ging. Also mhm. da, da, die Posaunen haben halt etwas mit Ich glaube bei Game of Thrones kamen die auch ordentlich zum Einsatz. Also da könnt ihr schon mal den Unterschied sehen. Aber beide werden mit dem Gericht verbunden mhm. und zeigen ja auch wieder dieses einerseits das düstere und das wo wir alle durchgehen müssen und dann aber die erlösenden Trompetenklänge. Ja, es gibt noch ein weiteres Detail, das wir später auf den Wait-Karten entdecken werden. Und das ist eben diese Standarte, die wir sehen. Auf, wir haben es ja vorhin schon auf diesem Renaissance-Bild gesehen. Ein weißer, äh, rotes Kreuz auf weißem Grund. Das ist ein ernstes Thema. Tut mir Fünft so leid, darum. aber Christopher hat hier so einen tollen Stuhl. <lacht> <lacht> ja. Und ich sitze auf dem harten Stuhl. Oh, ich so bin, ist das. Ich hätte auch gern so einen Stuhl. Ja, hm. ja. Es ist, ähm, ich, ich sage es jetzt nicht, ich will hier keine Werbung machen. Es ist auf alle, auf alle, der viel Spaß macht, drauf zu sitzen, ja. und sehr gut für, für deinen Rücken. Sehr gut. Ja. Also, dieses rote Kreuz auf einem weißen Grund, ja, dieses Kreuz, das kennt ihr vielleicht als ein Teil der England-Flagge, das ist das sogenannte Georgskreuz, ja, St. George Cross oder die Flagge des heiligen Georg. Und ähm, die haben wir ja bei, diesem, äh, bei diesen Engeln die, oder bei dem Engel dann später, vor allen Dingen in der Wade-Version, finden wir dieses Kreuz. Und da fragt man sich, was hat das Georgskreuz da zu suchen? Ähm, ja, der heilige Georg ist natürlich der Drachentöter. Und ähm, wir haben in der Apokalypse ja auch eine Szene, in der das Böse der Teufel als große Schlange als großer Drache geschildert wird es ist allerdings nicht der Heilige Georg der die die Drache tötet sondern es ist der Erzengel Michael ja. und auch die Frau steht auf dem Drachen auf dem auf, auf der, der Schlange. Schlange das ist dann das apokalyptische Weib mhm. der Ursprung der Himmelskönigin aber ähm, wir sehen hier in dem Bild von William Blake zum Beispiel da ist es der Erzengel Michael der ähm, diesen diesen ja diesen gewaltigen Drachen in Ketten schlägt und auf die Erde stürzt, dann ist übrigens die Apokalypse nicht vorbei, sondern da geht sie erst so richtig los. Denn diese alte Schlange der Teufel wird auf die Erde gestürzt und dann kommt dann diese berühmte Stelle mit dem Tier 666 hm. und so weiter, und dann geht ja erst richtig los und sie werden ihm ein, jeder wird ein Mal tragen müssen und so weiter. Anna schreibt, hm. dass sie glaubt, dass das die Flagge ähm, Georgiens ist. Ja, Georg, Georgien, Pass die ja, Georgier, Georgier haben sich tatsächlich natürlich auch dieses Symbols bedient. Ja, aber hm. auch die Engländer, die ja auch sehr die stark Engländer, mit ja. der St. George. Energie arbeiten. Genau. Ja, noch das zuletzt. Der, ähm, der Dürer hat dieses äh, berühmte Bild gemalt, das Triptychon, und wir sehen dort ähm, das jüngste Gericht tatsächlich. Ähm, Jesus als äh, letzter Richter, darunter der Erzengel Michael. Also auch hier ist der Michael natürlich zu sehen. Wenn wir es jetzt genauer anschauen würden, würden wir sehen, er hat auch die Seelenwaage in der Hand. <laughs> noch einmal die Auferstehung des Fleisches und ähm, ja, aber es gibt auch Ideen, dass ein anderer Engel dann später auf der Tarotkarte verewigt ist. Ähm, der gute Hajobanzaf hat äh, zum Beispiel vorgeschlagen, es sei der Erzengel Gabriel, mhm. der Verkündigungsengel. Und äh, daher diese Szene, es passt auf eine Weise, denn die Posaunen verkünden ja auch etwas. Und dadurch ist diese Verkündigung der Geburt, der Neugeburt oder... Der, der Empfängnis, du bist gebenedeit unter den Weibern, das ist ja das, was, was wir hier gerade sehen. Vielleicht eine interessante Parallele, die wir vielleicht auch zu einer tiefer gehenden Interpretation nutzen können des Gerichtes. Ja, vielleicht sage ich dazu noch mal was, wenn wir dann uns die Tarotkarten anschauen. Zwei Dinge zeige ich euch noch im Vorfeld und dann geht es äh, zu den Tarotkarten und zwar zwei Bilder, die wir dann später bei Crowley sehen werden, der sich so völlig entfernt hat von der äh, üblichen Darstellung. Dazu muss man aber zwei Dinge kennen, mindestens zwei Dinge bei Crowley. Eigentlich muss man polyglott, hätte ich jetzt was gesagt, sein. Polytheistisch? Polysapiens. Poly sapiens Poly also, um Kreuz zu verstehen, muss man wirklich tief in die Wissenskisse aller Mythen der Welt greifen. I, wir sehen aber hier die Nuit, das ist die, die Göttin des Himmels, des gestirnten Himmels. Wir sehen sie hier ähm, in dieser eigenartigen Pose. Äh, sie gebiert die Sonne, aber sie verschlingt die Sonne auch wieder. Durch den Mund wir, verschlingt sie die Sonne und durch ihren Schoß wird die Sonne wiedergeboren, jeden Tag aufs Neue. Und sie, die Sonne macht dann diese Nachtreise, die Nachtfahrt durch ihren Körper. Ja, wir haben die Nuit schon kennengelernt in der Folge Mond, mhm. wo nämlich gerade die Sonne versucht, aus der Nuit herausgeboren zu werden, mhm. in der Crawley-Harris-Variation. -Vari mhm. Und ich finde es ja immer ganz spannend, dass äh, in der ägyptischen Mythologie äh, die, der Himmel eine Göttin ist, weil mhm. im griechischen, römischen ist es ja genau andersrum. Mhm. Stimmt, dann haben wir Uranus, den Himmel. Und die Erde mhm. ist Gaia. Ja, genau. Also hier ist es anders, ähm, wobei auch die Erde bei den Ägyptern weiblich ist. Mhm. So, ähm, ein zweites Bild, das auch bei Crawley ist. Hier sehen wir Harpokrates, den Gott des Schweigens. Auf der Crawley Karte ist es, wie mich Kirsten jüngst belehrte, nicht Hippokrates, sondern Horus. Aber er macht diese Geste, die ihr seht, den Finger an die Lippen legen. Ich würde sagen, das er, nur damit ihr es mal gesehen habt, woher das kommt, das erklären wir dann, wenn wir die Crawley-Karte anschauen, was das bedeuten könnte. Ja. Ja? Denn dann würde ich mal sagen, schauen wir mal direkt zu unseren Karten. Und ähm, wir orientieren uns ja <laughs> an Marseille tarot und ähm, liebe Kirsten, du erklärst uns jetzt bitte, wie wir von der Sonne zum Gericht kommen. Ich gebe mir Mühe, lieber Christopher. Dankeschön. Also, ich sehe das so, und das können andere anders sehen, dass die Karte Sonne. Eigentlich den Abschluss der großen Arkana darstellt. In der Sonne habe ich zu mir selbst gefunden, in der Sonne habe ich, wie hier dargestellt im äh, Tarot de Marseille, meine Zwillingsseele integriert. Ich bin ganz geworden, ich kann mich abgrenzen durch die Mauer im Hintergrund. Ich habe quasi mein Sonnensymbol, das ja ein Punkt in einem Kreis ist, erfüllt. Ich lebe es jetzt. Das kennen wir aus Theaterstücken, ne? da gibt es dann ein Happy End am Ende. Und dann geht der Vorhang zu. Mhm. Danach geht der Vorhang wieder auf. Und alle Protagonisten stehen auf und verbeugen sich. Und das, diese Qualität hat das Gericht für mich. Es ist halt das Ende eines uns durchaus einnehmenden Stückes. Unser Leben äh, ist ja auch manchmal ein Theaterstück. Shakespeare sagte, die Welt ist eine Bühne. Und äh, jetzt, nachdem wir das erfüllt haben. Geht es in den nächsten beiden Karten? Wir haben ja noch eine Karte vor uns, die Welt, die wir nächste Woche durchnehmen werden. Äh, geht es in diesen beiden Karten darum, dass wir jetzt langsam wieder nach oben steigen in höhere Gefilde, damit wir, weil diese Leute glaubten an die Reinkarnation, wieder als nah uns zurückbegeben können in die Welt. Mhm. Und das Gericht ist halt der Moment, wo wir erkennen: Ah, alles war nur ein Spiel. Mhm. Also eine Enthüllung, eine Entschleierung ja. in diesem Sinne. Ja, und das ist ja genau das, was du gerade uns alles erklärt mhm. hast zum Glaub Gericht. Ja, mhm. hast du. Dann sieht man mal wieder. Ja. <laughs> also, wenn wir dann das Gericht uns ansehen, da haben wir genau die Motive, die wir jetzt alle schon durchgenommen haben. Wir haben einen Engel, der in diesem Fall eine Posaune bläst. Wir haben noch nicht unbedingt das georgische Kreuz, sondern mhm. es könnte auch ein anderes Kreuz sein. Aber auf jeden Fall, ein, ein Kreuz kann ja in unterschiedlichsten Weisen interpretiert werden. Hier geht es eher Richtung Elementekreuz als Kalvarienkreuz, mhm. würde ich sagen. Ähm, wir haben die Auferstehung von Toten. Einen alten Mann sehe ich da, eine junge Frau. Und was das andere in der Mitte ist, weiß ich nicht. Na? Und äh, offensichtlich lauschen die diesen Weckruf. Und bewegen sich. Wir haben ja sehr oft diese Zweiteilung in den Tarotkarten, dass oben in der oberen Hälfte etwas aus anderen Dimensionen uns gezeigt wird und unten das Irdische. Und was hier auffällt, und das sehen wir bei anderen Decks dann noch viel stärker, ist, dass die Leute jetzt Kontakt aufnehmen mit dem Oberen. Also beides ist plastisch dargestellt und es wird auch wirklich wahrgenommen von uns. Ich habe ja vorhin über UFOs geredet mhm. und ich muss halt wirklich immer so an den Film Independence Day denken, wo mhm. dieses UFO ankommt, sich, ich glaube, über dem World Trade Center aufbaut. Ich weiß gar nicht mehr. Das hat damals noch nee, gestanden. Aber, um was ist Empire State Building? Das war Empire State Building. Ja, ja also sich auf alle Menschen da stehen und jetzt warten, was kommt jetzt? Ne? Mhm. Und das ist halt genau dieser Moment. Was kommt jetzt? Wo geht's lang? Wo geht's hin? Und dieses Gefühl könnt ihr auch immer mitnehmen, wenn ihr äh, euch mit dieser Tarotkarte beschäftigt. Es ist ein Moment, der ein Aha-Erlebnis darstellt, ein Weckruf. Mhm. Und der ist sehr, sehr klar und deutlich. Also wer den Weckruf verschläft, der hat selbst Schuld. Mhm. Aber... Ähm, wie wir darauf reagieren, das ist uns selbst überlassen. Was man hier auch schön sieht, ist diese alchemistische Komponente, wobei wir beim Tarot de Marseille jetzt nicht sicher sagen können, ob das eine Rolle gespielt hat bei der Entwicklung. Aber die, die alchemistische Komponente, der Sarg, steht ja häufig für den Ort der Transformation. Da kommen wir vielleicht doch wieder zum Thema Transformation. Ich glaube, Charlie war es, die darauf anspielte. Ähm, wenn sozusagen der alchemistische Prozess geschehen ist, und wir sehen ja bei der Karte der Sonne, sehen wir ja so ein polares Prinzip, es sind zwar zwei Buben, würde ich mal sagen an dieser Stelle, ähm, aber die Wiedergeburt aus, die Auferstehung ist sozusagen so etwas wie äh, das Schlussszenario in der Alchemie. Ähm, und vielleicht braucht es diesen göttlichen Beistand dabei auch, mhm. damit das überhaupt gelingen kann. Ja, ganz genau. Ja, ältere Darstellungen haben wir hier. Wir haben hier, ich denke, es ist. Da sehen wir noch mal die beiden unten im Sarg sitzen wie in einer Badewanne. Äh, das ist wohl das Visconti-Deck. Äh, ähm, Und wir haben, nee, es ist eine Variante des eine Visconti. Variante, mm -hmm. Und wir haben oben Gott sitzen. Gott sitzen. Also äh, wir haben sogar einen Fiedelengel. Also mhm. es ist sogar einer, der die Fiedel spielt. Aber auch der Posaunenengel, der, der darf nicht Fiedelengel. <laughs> Naja, das sind diese Jubilierengel, ne? die, die ja bei die Gott ja auch sitzen. zu früher locke. Fron der Münchner im Himmel. Der, ja, genau. Luja <laughs> Und der, die sitzen da unten in der Badewanne in einem Grab. Die teilen sich da sogar ein Grab. Finde ich sehr spannend. Und das hat mich sehr stark an den Alchemisten... Also in vielen alchemistischen Darstellungen finden wir das. Mhm. Dass die sozusagen aus dem Grab auferstehen. Mhm. Ganz genau. Ja, also das ist jetzt keine neue Bereicherung. Es geht nur darum, hier ein paar andere... Motive darzustellen, aber wir sehen hier auch wieder deutlich Kontaktaufnahme zwischen oben und unten, äh, wahrnehmen, dass es etwas anderes gibt. Und das ist ja auch ein Thema des jüngsten Gerichts. Wieder denken wir an Spielfilme. Äh, ganz oft gibt es da immer so die Zweifler, die sagen, naja, wir. Wir sterben dann halt alle und äh, dann kommt die große Katastrophe und dann erkennen diese Menschen, die nur daran glauben, dass es eben mhm. äh, ja nur ein, äh, äh, dass es nichts anderes gibt mhm. als dieses Leben hier, dann werden die durch Krisen gestürzt und erkennen, nee, da gibt es doch was anderes mhm. und auch das kommt hier mit rein. Bei dem auf meiner Seite zugewandten Kartenbild sehen wir sehr schön, wie sie da aus den Särgen aufsteigen und dann so anfangen zu winken. Also <laughs> das sie findet man ganz häufig in so Darstellungen. Ne? Die kommen aus dem Graben, haben dann die Hände so nach oben, winken, hallo hier. Das, ich Meinst du nicht, dass sie sie eher anrufen? <laughs> Ich denke mir, hallo hier, ich will zuerst in den Himmel. So, so stelle ich mir das vor. Mhm. Und äh, da, da denke ich an diesen, dieses Bild vom, von Independence Day, ja, das passt da sehr gut. Also das, im, im Botadex zum Beispiel mhm. wird auch das Luxzeichen zeichen gemacht, das mhm. ja auch ein Einweihungszeichen ist, also mhm. L-U-X, mhm. was für Licht steht. Und äh, diese Karte ist wie die fünf. Die 15 und die 10 für mich eine große Karte jeweils der Einweihung. Bei all diesen Stationen gehen wir über das Materielle hinaus und lernen nochmal Facetten von uns kennen, die wir uns nicht haben träumen lassen. Einweihung ist bestimmt auch das Stichwort, wenn wir die zu dir gewandte Karte aus dem Crawley-Harris-Deck nehmen. Da sehen wir eben tatsächlich so tra transparent gemalt diesen ähm, horus in der das zeichen des harpokrates macht er hat auch diese locke dieses harpokrates und ähm, macht eben dieses zeichen er legt den finger an die lippen mhm. äh, bei crawley und harris heißt diese karte nicht gericht sondern sie heißt Ion. und crawley hat das äh, thema der wachablösung hier ins spiel gebracht mhm. Wir sehen im Hintergrund wieder Nuit und äh, auch Osiris, der sich quasi jetzt zurückzieht und sein Sohn Horus in der Gestalt des Hapokrates äh, Hap äh, kommt <laughs> nun nach vorne und leitet ein neues Zeitalter an. Wenn wir Crawleys Schriften lesen, dann stellen wir fest, dass er Anfang des. 20. Jahrhunderts, ich glaube 1903 oder vier hat er das geschrieben, auf darauf hinweist, dass wir jetzt ins Wassermann-Zeitalter gehen. Und äh, er beschreibt, dass wir mit den nächsten 150 Jahren auf jeden Fall mit sehr schwierigen transformativen Prozessen klarkommen müssen. Das Zeitalter des Feuers, schreibt er, deswegen ist diese Karte auch so feurig. Und da sind wir offensichtlich nach Crawleys Theorie mittendrin. Wir haben noch so an die 50 Jahre vor uns. Ja, und vielleicht hat er da sogar was Interessantes prophezeit. Ja, das wo würde ich so was sagen. Mit anfangen können. Und also, es geht hier gar nicht darum, dass die Welt zu Ende ist, sondern es geht darum, dass ein neues Zeitalter beginnt. Äh, dazu müssen wir bedenken, dass Crawley eben nicht christlich war, sondern äh, eher auf der anderen Seite der Macht wandelte. Und. Ähm, dass diese Karten auch aus den 40er Jahren standen. Mhm. Sie sind entstanden während äh, des Weltkrieges, des Zweiten und haben natürlich eine ganz andere Qualität als die äh, eher ähm, sehr christlich geprägten Karten von Wade, der katholisch war und äh, der äh, ja auch dieses Deck hat entstehen lassen vor den großen Weltkriegen. Also unten übrigens seht ihr den hebräischen Buchstaben, ich glaube, Sheen ist das, steht für Feuer, also auch diese feurige Energie. Wir haben ja vorhin schon gehört, der Golden Dawn hat die Karte mit der Wurzel des Feuers in Verbindung gebracht, daher auch die feurige Qualität. Feuer der Transformation, also wir müssen auf das Wort doch nochmal eingehen, eventuell Feuer transformiert, aber es ist auch die alchemistische Transformation und vor allen Dingen ist wichtig, es ist eben nicht eine Veränderung, es ist eine Verwandlung. Und Verwandlung heißt immer auch, sie ist nicht mehr re reversibel. Das heißt, alles, was durch das Ion geht, ähm, ist Vergangenheit und es gibt eigentlich nur die Zukunft. Ja. Und äh, wir kehren nicht wieder zurück in den Zustand, den wir vorher hatten. Es gibt keinen unschuldigen Zustand mehr danach. Ja. Und das ist interessant, weil wir dann noch die Welt haben, die kommt, und den Narren, der dann anschließt, wo wir die Unschuld wiedergewinnen. Aber in diesem Zustand ist diese Verwandlung etwas, das unwiederbringlich geschieht. Es ist eine Verwandlung, so wie das Stück Holz durch das Feuer verbrannt wird zur Asche und aus der Asche wird nie wieder das Stück Holz werden. Deswegen hat der Engel, den wir auf der Wait-Karte sehen, vielleicht auch rote Flügel. Und wir haben ja vorhin gesagt, manche Leute verbinden ihn mit Gabriel. Können wir machen oder nicht? Mir ist das persönlich wuppe, muss ich ganz ehrlich sagen, welcher Engel das ist. Ich stelle nur fest, dass auf dem Weight Deck oder im Weight Deck alle Engel rote Flügel haben. Das ist für mich interessant. Mhm. Offensichtlich geht es hier um eine Qualität, die mit Beseelung, mit Befeuerung zu tun mhm. hat. Auch da in Verbindung, der Narr hat eine rote Feder auf dem Kopf, der Tod hat eine rote Feder auf dem Kopf und auch die Sonne, das mhm. Kind auf der Sonne hat eine rote Feder auf dem Kopf. Also ich glaube, das ist eher der Schlüssel, um diese Engel zu verstehen. Mhm. Wir sind beseelt durch diese Engelsfedern. Und jetzt im Gericht hier bei Wade erkennen wir das auch, weil wir sehen hier jetzt ganz deutlich alle. Vater, Mutter und ein Kind ist dazu mhm. gekommen, sonst haben wir immer Mann und Frau nur, die irgendwie was machen. Äh, das Kind, alle beten diesen Engel an, alle erkennen ihn und auch im Hintergrund sehen wir noch weitere Menschen, die aus ihren Särgen, die auf dem Wasser treiben, mhm. auferstehen. Im Hintergrund sehen wir schon die Berge angedeutet. Die Berge, das ist das Reich des Eremiten, das ist aber auch das Reich des Narren, der mhm. ähm, zurückkehrt und natürlich sind hier auch ganz viele kabbalistische Anspielungen in dieser Karte, auf die wir heute aber nicht eingehen. Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt hier das Georgskreuz, von Aha. dem wir gesprochen haben. Das stellt Wade ziemlich klar heraus und ähm, hat damit natürlich diesen, also klar, dieses Georgskreuz ist ein gleichschenkliches Kreuz hier, das muss man auch beobachten. Steckt natürlich auch noch ein Hintersinn dahinter. Die marseilleser karte hat es auch gleichschenklich. Aber es bleibt ein Georgskreuz, rot auf weißem Grund, aber vielleicht stecken auch eben die vier Elemente dahinter. Aber auch die fünfte, das fünfte Element, denn der Kreuzungspunkt markiert die Mitte und damit den fünften Punkt, die Quinta Essentia, könnte eine alchemistische Anspielung sein. Und es könnte auch schon eine Anspielung sein auf die Welt, wo wir mhm. genau mit diesem Thema wieder konfrontiert werden. Anna bemerkt an, dass der Erzengel Uriel äh, der Farbe zugeordnet, rot zugeordnet ist der Erzengel der Liebe. Ja, aber das ist natürlich, es gibt so viele, viele Zuordnungen zu den Erzengeln. Das ist eine mögliche. Ich glaube nicht, dass es der Uriel ist, weil ähm, ich glaube, also ich gehe eher mit Kirsten ehrlich gesagt konform, dass wir wahrscheinlich hier einfach einen Erweckungsengel haben, ähm, und weniger einen bestimmten Engel. Aber wenn ich mir einen Engel aussuchen dürfte dafür, dann würde ich den Michael nehmen, ehrlich gesagt. Du nimmst ja immer den Michael. Nein, nicht immer. Lass mir jetzt mal so stehen. <laughs> Robert M. Place hat natürlich auch äh, diese Karte umgewandelt. <laughs> und wir wissen ja, dass er einen sowohl für die Kabbalistik und die jüdische Mythologie als auch die Alchemie ein große, äh, großes Febel hat. Und ähm, naja, ich würde mal die, die, die mir zugewandt ist, die Karte mal jetzt mal unterschlagen ähm, und würde eher auf die Karte mit dem Totenschädel und dem Getreide, da, der da rauskommt, ähm, äh, nochmal Bezug nehmen. Weil auch hier ist das Thema aus dem Tod, da haben wir diese Särge, die grauen Menschen, die gestorben sind, entsteht neues Leben. Das hatte hier ziemlich... Plakativ, eigentlich dargestellt, unzweifelhaft. Ja, finde ich auch. Also, äh, wichtig ist <laughs> vielleicht hier, dass äh, Robert M. Place das Wort Resurrection ins Spiel bringt, mhm. also Wiederauferstehung. Mhm. Die Betonung liegt halt darauf, dass wir wiedergeboren werden und nicht so sehr, dass wir gerichtet werden. Und mhm. das ist das, worüber wir eingangs geredet haben: die Uminterpretierung dieses ähm, Strafgerichtes hin zu einem eher erlösenden Prinzip, mhm. äh, wie es auch gerne jetzt in den Tarotkarten gedeutet wird. Ja, diese beiden Karten stammen aus zwei <laughs> Decks, ähm, die ja zumindest mal das, das, das linke ist Glan ähm, und das rechte ist Röhrig. Also die in, in, in unseren Breiten ihren Ursprung haben, wobei Röhricher ja in ähm, da muss sich die Kirsten allerdings jetzt fragen. Der wirkte doch in Amerika, oder? Ja, er ist ein Münchner. Ah, ein Münchner. Ein Münchner. Das ja, Und äh, er hat aber lange in Amerika gearbeitet, <laughs> lebt inzwischen in der Schweiz. Und äh, dieses Deck hat er ja in den äh, späten 80ern, frühen 90ern gemalt. Das erkennt man auch gut. Und was ich an ihm so schätze, unter anderem ist, dass er halt, wie ihr das seht, da unten äh, die Weight-Karte reingemalt hat und macht immer so nette Notizen auch auf seine Karten, die dann ihm erklären, wie er auf diese Ideen gekommen ist. Ähm, Röhrig ist derjenige, der mich auf diese Feder aufmerksam gemacht mhm. hat, denn wir sehen da ganz dominant die Feder bei diesem Engel schweben und das kann man jetzt nicht euch demonstrieren, aber wenn ihr diese Karte hättet, dann könntet ihr sehen, dass äh, ich habe bei Magie euch ja auch diese Zweiteilung des mhm. Gesichtes gezeigt, dass hier ein männliches und mhm. weibliches Gesicht perfekt zusammengewachsen sind mhm. auf dieser Karte. Das männliche ist mehr das, was so im Schatten liegt und äh, das schließt natürlich an den narren an der ja sehr berühmt ist von röhrig wo wir ein altes männliches gesicht mhm. und ein junges weibliches gesicht sehr unperfekt zusammengeschlossen haben also für röhrig endet die reise hier mit dem gericht insofern dass hier alles zusammengewachsen ist wir ganz sind und auch glan setzt jetzt ja hier den äh, punkt auf das ewige leben wir haben hier so ein die, 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 Toten äh, reisen Richtung Licht, mhm. ne? also auch eine sehr positive Interpretation. Ähm, und beide beschäftigen sich ja mit Runen. Wie mhm. sieht es für dich aus? Welche Runen äh, siehst du da? Würdest du die nehmen oder eher nicht? Oder? Also, ich sehe jetzt, äh, äh, das ist die Perfro bei, Rö bei Röhrig. Ähm, ja, kann man machen. Ich würde sie jetzt nicht unmittelbar damit in Verbindung bringen. Ähm, da bin ich gerade dabei, das noch für mich ein bisschen zu eruieren. Es gibt mhm. in der Literatur von Röhrich immer wieder auch Hinweise, warum und so weiter, aber es überzeugt mich so ganz. Ähm, bei Glan ist jetzt keine Rune sichtbar, es sei denn dort oben, das, das ist M die ist die Rune Ewas, das Pferd. Ja, vielleicht die Reiter der Apokalypse. Ich habe keine Ahnung, was Glan ritt, das Pferd zu nehmen. Ähm, dazu ist mir das GLAN-Deck zu wenig vertraut. Mhm. Es gibt auch recht wenig darüber, finde ich. Aber Saturn ist hier dort. Ähm, der kam ja vorher noch mal ins Spiel. Der GLAN hat offensichtlich einen ähnlichen Gedanken, wie ich weiß nicht, wer es war, den Saturn ähm, ich glaub Anna erwähnte. War das. Anna war es, glaube ich. Da wäre GLAN auch äh, deiner Meinung. Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, wir haben noch ein Bild. Und da sehen wir wieder naja, das eine ist jetzt das von Katrin Welsstein, die ja ein ja, sehr mystisches und, und sehr auch in vielen Phasen sehr eigenwillig künstlerisches Tarot ähm, erschaffen hat. Wir sehen die Engelsfigur völlig im, Hinter im Vordergrund, die Posaune, die auf uns zugerichtet ist. Ich habe, als ich das Bild vorhin mir nochmal zu Gemüte führte, dachte, das ist wie so eine Rutschbahn vielleicht auch, ne, durch die wir da hindurch Vielleicht kriechen wir auch dem Engel durch diese. Posaune hinauf, ja, könnte sein. Dann die Stadt, der, die Stadt im Hintergrund. Ähm, ja, es, für mich ist es ein, ein gelungenes Bild, aber es bleibt rätselhaft. Und so wie das bei Katrin Weltstein ganz oft ist, es wirkt eher wie eine Traumsequenz als eine. In sich geschlossenes Symbolsystem. Ja, das ist, glaube ich, auch um, ganz verständlich, weil sie sich da sehr von ihren Träumen leiten lässt und sich auch, glaube ich, ich möchte ihr da nichts unterstellen, aber ich glaube, sie hat sich nicht so wahnsinnig in die Tarot-Symbolik eingearbeitet, sondern eher ganz intuitiv Impulse aufgenommen mhm. und daraus wunderschöne Bilder gemacht. Was vielleicht auch von Vorteil ist, wenn sie sich, weil sonst wären, wir, wären wahrscheinlich die Bilder dann doch wieder nur ein Abklatsch das anderen geworden und so hat sie wirklich ein sehr persönliches ja. Deck geschaffen das aber eine unglaubliche Kraft hat. Ja. Ich finde auch es ist einfach sehr inspirierend und es passt gut in unsere Zeit, wenn wir vielleicht über die Qualität des Gerichtes nachdenken. Und hier ist es ja so, eine, so ein stilles Gericht eigentlich. Also, auch wenn die Posaune da ist, wird sie ja nicht geblasen. Sie wird nicht laut. Das ja. Bild wird nicht laut. Und ich, Charlie schreibt hier, das Kleid sieht beinahe aus wie ein Schmetterling. Ja, finde ich auch. Und ich denke da nochmal an dieses Thema Transformation, Verwandlung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Aus der Raupe wird der Schmetterling und der Schmetterling wird nicht wieder zur Raupe. Ja, also, das ist vorbei. Ja. Und ähm, ähnlich haben wir dieses Bild auch ähm, auf meiner Seite. Das ist aus dem Druidcraft, Druidcraft Tarot. Äh, dort sehen wir einen Ort, der mir persönlich sehr vertraut ist. Es ist ähm, Newgrange. Wir sehen den Eingang, Zugang zu Newgrange in Irland ähm, im Boyne Valley. Und wir sehen dort äh, aus diesem Eingang kommen. Wir sehen vorne übrigens diesen Schlussstein. Da sitzt der Hase davor mit den Spiralmustern, äh, die sehr berühmt sind. Und wir sehen da hinten, wie aus diesem eigentlich als Tumulus und daher als Grab äh, bezeichneten ähm, Ort ein Kind kommt. Und daneben sehen wir eine druidenhafte Figur, eine Art keltische Posauneblasen, äh, die den, die Ankunft des Erlösers vielleicht oder etwas in dieser Form verkündet. Und der Hase, ja, warum da ein Hase ist. Weiß vielleicht Kirsten, ich habe nur so eine Ahnung. Ähm, ja, also das Kind schließt natürlich an das Kind aus der Sonne an, das auch im Druidcraft dargestellt wird. Dieses Kind ist jetzt befreit. Ähnlich wie das mit dem Theatervorgang, was ich gerade als Beispiel genannt habe, kann es nun sich aus seinem Schutzraum begeben. Hm. Und ein Kind steht einfach auch immer für Erneuerung. Vielleicht äh, spielt diese Karte einfach auch auf den Frühling an, in dem ja immer wieder Rebirth stattfindet. Und mhm. da wäre dann auch der, der Hase äh, ein wichtiges Symbol ne, für Fruchtbarkeit, Ostern, Tralala äh, in diese Richtung, würde ich denken. Und die Wiederauferstehung mhm. ist ja äh, auch noch ein Thema. Wir haben ja noch gar nicht über äh, Jesus äh, Second Coming geredet, was ja auch alles in... Diesen ganzen Bereich mit hineinspielt. Also, das Jesuskind, das wir Weihnachten zelebrieren, kann da auch in einer gewissen Form mhm. mit hineingezogen werden. Ja, und man kann natürlich den Hasen auch sehen als ähm, in der keltischen Mythologie, als ein Symbol des Mondes im Übrigen. Also der, mhm. vor allem der weiße Hase mit den roten Augen. Ich kann es nicht das genau mit dem Lachs der Weisheit zu tun? Nein, mit dem Lachs der Weisheit hat der Hase des Mondes nichts zu tun. Das hat sich jetzt wirklich nachhaltig beeindruckt, der, der Lachs, Lachs der Lachs Weisheit. Äh, ja, also wirklich, also ich werde mal ein eigenes Special nur für dich machen zum Lachs der Weisheit. Bitte. Keltische Tiere das ist ein wichtiges Thema. Aber wir sehen hier den Mond in jedem Fall vielleicht im Hasen verkörpert als Mondtier. Warum er dort auftaucht, naja, vielleicht auch die Fruchtbarkeit, die der Hase immer verkörpert. Ähm, da denke ich, kommt nochmal eine ganz andere Komponente bei dem Bild rein. Und ähm, da denke ich... Ähm, werden wir aber diese Karte gefällt mir gut aber sie ist eine definitiv eine Neudeutung dieses gesamten Themas was wir mit dem Gericht haben von Gericht ist jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Rede er ja, ist ja auch logisch es geht ja hier um druiden und nicht um Christen ja Immer diese äh, Schwung Gradeli Berlin fragt äh, war die Liebe mal grün das verstehe ich nicht genau was du damit meinst ja, grün weiß ich deshalb. Also ich kann was damit anfangen. Grün gilt ja als die Farbe des Herzens in der Chakrenlehre und dadurch hat man das mit Liebe verbunden. Ähm, es gibt einfach zwei verschiedene Formen des ähm, äh, 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 zwei verschiedene Formen, die da zugange sind. <laughs> ich weiß gar nicht, was mein Lieblingstarot ist, ähm, Ambares. Welches ist es denn? Das Brady meinst du? Ja. Ähm, ja, in jedem Fall äh, Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Grün. Grün war die Farbe des Herzens oder ist die Farbe des Herzens in der Chakrenlehre. Und da kommt dann oft, weil Herz mit Liebe gleichgesetzt wird, das auch dazu. Ähm, auch im Islam ist grün die Farbe des Glaubens und der Liebe. Aber ähm, bei uns in unseren Breiten wird Liebe häufig eher mit der Leidenschaft verbunden. Und vielleicht kann man es so unterscheiden: Rot ist die leidenschaftliche Liebe, die, das Feuer der Liebe, wie auch immer. Was ist das ist Pink ist die junge Liebe. Pink ist keine Farbe. Pink ist ein Zustand. Lachse <laughs> sind pink. Lachse sind rosa, nicht pink. <laughs> Gut. Gut. Also haben wir das geklärt. Ja. Ähm, ich. Ähm, ähm, Marion sagt, ihr könntet auch zusammen kochen. Also, das wäre mal was. Kochen mit Tarot und Rulen. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Ich glaube, sie ähm, spielt uns auf die an. Ja, vielleicht. Wir haben. Ich habe mir natürlich als Tarot ausgewählt. Während Kirstens Iris schon mist stelle ich euch mal, eins mal vor. Ich habe äh, in meinem Archiv gekramt und habe eins meiner aller allerersten Tarots, die ich als Jugendlicher mir schon zugelegt habe, mitgebracht. Das sogenannte Aquarian Tarot. Ähm, seht, die Schachtel ist schon ein bisschen mitgenommen, die Karten sind es auch. Warum Aquarian Tarot? Kirsten hat es verraten. Es ging ums Wasser, mein Zeitalter. Ihr dürft jetzt entweder mich oder Kirsten wählen. Jeder von beiden zieht eine Karte. Ich verrate es noch mal kurz. Ich nehme Kirsten. das Tarot of the Sevenfold Mysteries, das Tarot der siebenfachen Geheimnisse, um uns allen den Weg zu weisen, wenn wir uns einmal vor einem Gericht verantworten müssen. So ist es. Und ähm, jeder von uns beiden zieht eine Karte. Ihr könnt euch entscheiden, wer soll euer Herzblatt sein und <laughs> euer Tarotblatt sein. Ähm, mhm. Und äh, ja, Amberes kann ich dir nur empfehlen. Sehr gut. Ich habe äh, die... Zwei der Stäbe gezogen in einer super schönen Darstellung, wie ich finde. Äh, Merkur und Venus kommen hier zusammen. Äh, normalerweise ist die zwei der Stäbe eher so eine Karte des Stillstandes, aber hier sieht man, wie eine leidenschaft eine person die für etwas brennt durch eine zweite person noch stärker entzündet wird oder eine andere äh, person mit entfacht wenn merkur und venus zusammenkommen wird es nie langweilig und äh, das ist so ein bisschen wie das was wir gestern finde ich in unserem wochen taroskop gemacht haben äh, im runen äh, wochentaroskop oder wie immer wir es nennen wollen also mitreißen die eigene Fackel anderen anstecken oder andere anderer Leute die Fackel anstecken und mhm. ihnen davon erzählen was ihr gerne macht wofür ihr euch begeistert und dadurch andere mit in euren Band ziehen das ist was ihr in der kommenden Woche tun könnt und da wünsche ich euch sehr sehr viel Spaß dabei es ist also das Feuer weitergeben ne? das Feuer weitergeben ich habe hier diese Karte gezogen es ist der Eremit Wer mich gewählt hat, der sitzt sozusagen an der Quelle der Weisheit. Aber dazu sollte er sich vielleicht etwas in die Isolation begeben, meines Erachtens. Die Weisheit findet man nur in sich selbst. Wir sehen auch der Eremit hier mit seiner interessanterweise roten Mütze. Er wendet sich von uns ab, er geht seinen Weg, er trägt sein Lämpchen vorwärts. Also geht in euch, findet die Weisheit in euch, aber genau dort ist sie dann auch für euch bereit. Ist das jetzt deine Hücke-Karte? Hücke kann helfen. Hüge kann helfen bei, beim Eremitendasein. Man darf sich ja ruhig auch ein bisschen bequemer machen, oder? Muss ja nicht irgendwie gleich ein Asket sein dazu. Aber vielleicht auch Eremit, geht in die Wälder, sucht Orte auf, die euch etwas erzählen von euch selbst und äh, die euch spiegeln können. Ja, vielleicht so ein bisschen naturphilosophisch unterwegs sein. Ja. Also die Isolation und ta für Tanja passt gut. Sie ist noch in Quarantäne, dann weißt du, was du zu tun hast, dein inneres Licht lass leuchten. Aber nicht mehr lange Tanja, oder? Das müsste jetzt mal durch sein. Hm, kommt immer drauf an. Und bin ich hier wieder unscharf. Ja, ich auch. Das kommt daher, weil du immer so nach vorn und zurück gehst. Du hast die Karte hin und her gebaumelt. <laughs> Wir werden das noch ausdiskutieren. Mhm. Wir warten jetzt noch einfach drauf, bis wir beide wieder einigermaßen scharf sind. Das passiert leider nicht mehr. Ähm, und äh, daher, jetzt ist es soweit, ja. Kirst mit ihren magischen Fingern. Mhm. Ihr merkt, wir sind am Ende angekommen. Mhm. Die Spannkraft der Weisheit lässt nach. Aha. Und, <lacht> <lacht> und ähm, wir, wünschen euch, ähm, wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Sonntag erstmal. Hier in München ist trüb und grau, aber Kirsten wird, wenn sie nach Hamburg geht, dies einfach mitnehmen und dann wird der Himmel wieder blau werden. Und. Ähm, ja, in diesem Sinne freuen wir uns auf das nächste Mal. Der nächste Tarotgarten ist schon in, am kommenden Wochenende und damit, leider, leider muss ich sagen, liebe Kirsten, schließen wir unsere Tarotgartenreihe erstmal ab, nämlich mit den großen Geheimnissen, den Trümpfen. Aber wir haben natürlich schon uns Gedanken gemacht, wie es eventuell weitergeht. Aber wir werden eine kleine Kunstpause einlegen. Ja, wir machen eine Kunstpause, aber nur insofern, dass wir mal nicht so viel über Tarot reden. Mhm. Wir werden uns wieder mehr in den Sternenturm begeben. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auch schon Daten festgelegt. Ab dem 5. Dezember werden wir wieder im Sternenturm sein und da echt spannende Sachen machen, weil es geht ja auf das neue Jahr zu. Und da müssen wir uns natürlich alle Gedanken darüber machen wie wir äh, unsere Grundenergie herausfinden, mit welcher wir persönlich in das neue Jahr einsteigen. Und da werden wir euch dabei helfen. Wir haben ähm, Specials geplant und natürlich auch ähm, etwas, um diese astrologischen Konstellationen selbst für Laien gut zu erklären. Aber natürlich darf auch äh, das Tarot nicht fehlen. Also das wird wieder eine, ein Joint Venture aus verschiedenen Welten sein. In diesem Sinne, liebe Kirsten, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich und verneige mich vor deiner, vor dir als Quell des Wissens des Tarot und freue mich schon, dass wir bald wieder zusammen etwas tun werden, allerdings dann mit ein paar hundert Kilometern Distanz. Ja, tragisch. <laughs> genau. Mit diesen dramatischen Worten enden wir unseren heutigen, unser heutiges Feature und lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Bis bald.